nicht irgendeine neue Kopfbedeckung in Empfang nehmen, das durfte Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Mahly Freitagabend in Lindenberg. Denn die Allgäuer Hutmacherstadt ehrte wie seit 1986 jedes Jahr einen anderen Parteigenossen mit dem Sozialistenhut. Nach Politikern wie Christian Ude und Wolfgang Thierse ging die Auszeichnung jetzt an Ulrich Mahly. Für den Franken war das Ehre und Fingerzeig zugleich. Das ist immer ein bisschen widersprüchlich. Einerseits freut man sich natürlich, wenn man als Sozi von den anderen Sozis wahrgenommen wird. Andererseits gilt ja all die Regel, Orden und Auszeichnungen sind eine gravierende Alterserscheinung. Also wollte ich eigentlich immer vermeiden. Aber das ist hier so eine liebevolle Veranstaltung, so ein schönes Format, dass man eigentlich gar nicht Nein sagen kann. Die Laudatio auf den Sozialistenhutträger 2012 hielt Johanna Werner Muggendorfer. Sie durfte sich vor einem Jahr über den Filzhut freuen. In ihrer Rede ging es neben den vielen Taten des Preisträgers auch um die Frage, wie kommt es eigentlich, dass die roten Sozis einen schwarzen Hut bekommen? Ja, es war so, ich habe in den 80er Jahren ein Buch vom Emil Holzapfel, ein alter Sozialdemokrat, berichtet, der geschrieben, dass sein Großvater erzählt hat, dass während der Sozialistengesetze die Münchner Sozialdemokraten einen breitkrempigen schwarzen Hut als geheimes Erkennungszeichen getragen haben. Und er dachte, wir als Hutmacherstadt, das wäre doch was. Neue Wege gegangen ist Mahly in vielen kommunalpolitischen Bereichen. So führte er eine mobile Bürgerversammlung ein und fördert gezielt die Integration für Familien in einzelnen Stadtteilen. Doch auch beim Berufsbild eines Politikers findet er klare Worte. Es gibt so Rituale in der Politik, die sind mir zutiefst zuwider. Also zum Beispiel die Attitüde, alles zu wissen. Die Menschen, die die Antworten schon geben, bevor die Frage überhaupt zu Ende gestellt ist. Das glaubt uns kein Mensch mehr. Es gibt aber immer noch viele Kollegen, die meinen, sie müssten das vorgeben. Ergebnis ist dann Worthülsen, weil die richtige Antwort weiß man noch nicht. Also labert man sich durch. Und ich denke, dass so ein Stück Nachdenklichkeit, der ungewöhnliche Satz gegenüber Journalisten, gute Frage, ich weiß die Antwort noch nicht, lassen Sie mich mal drüber nachdenken, da würden Sie erschrecken und ich auch wahrscheinlich, dass man daran arbeiten muss. Ansichten eines Preisträgers, die vielleicht auch die nächste Generation Hutträger weiterbringen können.